präsentiert, welche Etappe. Aber es macht natürlich so in dieser eher auratischen Kugelpräsentation auch was her. Wir haben zum Beispiel auch Vergrößerungseffekt genommen. Ah, der hängt jetzt sozusagen. Der hängt jetzt. Okay. Der schwebt jetzt frei. Also da ist nichts. Und so kann man vermuten, wurde er dann auch in der Szene angebracht, oder das weiß man nicht? Bitte? So wurde er auch in der Szene dann angebracht? Angebracht? Mhm. Nee, also okay. Tatsächlich, das wurde mit einer Maske abgequatscht, okay, also ja. Die Festung, genau. Okay. Also hier oben sieht man schön, die Schädeldecke lässt sich abnehmen, da gibt es so einen Spalt. Innen drin im Kopf ist eine ganz ausgeklügelte Mechanik, um die Augen bewegen zu können. Weil in der Schlussszene das Sternchen ja in die Kamera fällt. Und diese Puppe wurde eigentlich für den Film gebaut. Das ist keine bestehende, vorgefertigte, massenhaft gefertigte Puppe, sondern wurde eigentlich vom Art Department erstellt. Das sind ja auch ganz eigentümliche Proportionen, wenn man sich das anschaut. Sehr gelenkt, sehr dünn und dazu dieser überdimensionierte Kopf. Ja, und im Film tut natürlich die Ausleuchtung auch ganz viel zur Wirkung. Wir können das jetzt hier nur andeuten mit diesem Halogenring. Durch die Kugelpräsentation gibt es schon ein bisschen was Auratisches, leicht ein Vergrößerungseffekt. Im Film ist ja sehr viel Hintergrundlicht, sodass fast wie so ein Heiligenschein, so ein Nimbus rund um das Sternenkind zu sehen ist. Ein Spruch, der dem Film ja eigentlich gar nicht vorkommt, ist ja, Dave, mein Gott, das ist voller Sterne, ja. Was ja erst in 2010 kommt. Genau. Warum glauben die Leute, es ist bei 2001? Hängt das mit dem Sternenkind, mit der Rokoko-Geschichte also, zusammen? Es kommt ja im Roman vor. Mhm. Das ist schon mal vielleicht ein Grund dafür. Und ich glaube, ganz viel hat dazu beigetragen, auch die Fortsetzung von Peter Himes, weil der ja einsteigt in den das Film. Das war das erste Zitat, genau. Genau, und da hört man ja aus dem Off den Dave das sprechen. Und das hat sich so verselbstständigt. Also ich bin da auch immer wieder überrascht. Es gab gerade vor ein paar Monaten nochmal eine große Ausstellung in San Francisco, wo auch das komplette Set hier, das wir hier sehen, der Louis Sayes-Räume, also in diesem Rokoko-Stil, nachgebaut wurde in Lebensgröße. Und hat dann die Journalistin vor Ort dazu geschrieben, oh my God, it's full of chairs. Also mein Gott, das ist voller Stühle. Und mittlerweile gibt es da so eine Fremdzuschreibung, dass man wirklich glaubt, dieses Zitat, was nur im Roman von Arthur C. Clarke vorkommt und dann im Film von Peter Himes, was ja da eine sehr prominente Rolle spielt, was immer wieder im Film 2010 vorkommt, mit dem Film auch eröffnet wird, wird auch 2001 attribuiert, dem Film. Also es ist interessant, wie sich so eine Eigendynamik entwickelt. Genau. Und hier haben wir natürlich versucht, auch von der Präsentation diese wunderbare Leuchtkraft nochmal in der Darstellung abzubilden, weil das ist natürlich eine ganz interessante Zeitschichtung, die hier stattfindet. Wir haben diese Raumzeitreise, wir haben die Sternentor-Sequenz, hier drüben haben wir es nochmal auf dem Monitor und am Ende der Reise wissen wir gar nicht, wo sind wir eigentlich angekommen und Dave Bowman landet in diesem Set, das einerseits Rokoko-Mobiliar hat, auf der anderen Seite aber diese Leuchtpaneele, dieses sehr feingliedrige, geometrische. Und ja, diese Vielschichtigkeit oder Vielseitigkeit und diese Leuchtoptik wollten wir natürlich hier durch den Leuchtkasten auch in der Set-Fotografie abbilden.